Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Painting-Tutorial der Grünen Horde. Ich bin's, der Hank. Vor euch seht ihr die Medium Skimmers der Aquan-Fraktion aus der Firestorm Planetfall Startbox Battle for Protoss Prime. Diese Modelle kommen auf ihr Base, auf diesem Pinökel in der Mitte und sollten dort eigentlich halten. Der Special Medium Skimmer hat ganz gut gehalten, diese hier nicht so toll. Ich würde diese Löcher am Anfang noch tiefer machen. Dazu nehme ich meinen Bohrer. Ich bohre einfach nur das Loch aus. Dann kann man ihn aufstecken und nachher aufkleben. Da muss man an der Seite noch etwas weg. Und wie ihr seht, jetzt steckt er wirklich schön. Und man sieht, er schwebt über dem Base. Ja, sehr gut gelungene Modelle. Ich freue mich darauf, sie zu bemalen. Der nächste Schritt ist die Grundierung mit schwarzer Grundierfarbe. Danach sehen wir uns wieder. Ja, der erste Schritt der Bemalung der Aquans ist ein Blau à la Töcklo von Games Workshop. Hiermit werden alle Bereiche, die später blau werden sollen, abgesetzt und einmal sauber bemalt, deckend. Das heißt, man braucht vielleicht auch zwei Durchgänge, je nachdem, wie dick die Farbe ist, wie man sie gerne aufträgt. Das ist auch der Schritt, der mit am längsten dauert, da man sich auch überlegen muss, welche Bereiche welche Farbe kriegen sollen. Blau soll die dominierende werden, so dass das noch am meisten kriegt. Daher fange ich auch mit dieser an. Und danach werden die roten und türkisen Bereiche abgesetzt. Da sehen wir uns dann wieder. So, der nächste Schritt bei der Bemalung der Medium Skimmers ist Trockenbürsten der blauen Flächen. Hierbei kann man gar nicht verhindern, auch andere Flächen zu treffen, deswegen ist das auch definitiv das Erste, was man machen sollte. Das habe ich bei dem ersten vergessen. So, die erste Farbe war ja Alaytok Blue. Jetzt wird das Ganze mit Lothan Blue als erstes trocken gebürstet. Das war die Oberseite. Unterseite habe ich ja sehr großflächig blau gemacht. Das Ganze geht also noch schneller. Jetzt gibt es noch mal etwas blau. Das war die erste Schicht. Dann kommen wir hier noch auf das letzte Modell. Und dann kommen wir zu einer weiteren Schicht. Trockenbürsten mit Eisblue. Als nächste Farbe kommt dann Eisblue, wie schon angesprochen. Auch nochmal das gesamte Modell bürsten. Beziehungsweise natürlich alle blauen Flächen, nicht bewusst in die anderen reinmalen. Allerdings ist das nicht so schlimm, wenn man ein bisschen was erwischt. Das war zu viel Farbe. Ja, die prominenten Stellen oben können etwas länger, hier kann man etwas mehr Farbe aufbringen. Das war jetzt die Oberseite. Unterseite hatte ich ja relativ großflächig blau gemacht. Geht das Ganze dann noch schneller. Zack.
Und schon ist das Modell fertig. Das dritte mache ich jetzt selber noch. Als letzte Farbe beim Trockenbürsten kommen wir jetzt noch zur Sky Blue von Vallejo. Die aber nicht mehr so viel auftragen. Hier an den Rändern, an den Kanten, hier oben ein bisschen, an den prominentesten Stellen sozusagen. Hier, da muss ein bisschen was hin. Das gleiche auf der anderen Seite, ein bisschen was auf die Seite. Der Frontbereich ein klein wenig. Und das war's auch schon, denke ich. Unterseite. Nur ein ganz, ganz wenig hier an den Kanten hinten und die Außenkante des gesamten Modells. Das reicht schon von dieser Farbe. Okay. Ja, das nächste Schritt in der Bemalung ist jetzt die roten Flächen abzusetzen und zu markieren. Das ist Mech White Red, eine der alten GW Foundation Farben. Hier. Ich habe eine Foundation Farbe gewählt, die auch wirklich gut deckt, da ich ja beim Bürsten mit dem Blau über die jetzt roten Bereiche drüber gemalt habe. Und so kann ich damit nur einem Farbgang die erste Farbe rot sicherstellen, dass es auch wirklich rot ist. So. Ein Teil der bisher noch nicht bemalten Bereiche wird jetzt rot. An diesem Modell seht ihr welche. Also hier das Heck, die Mitte, vorne und dann unten viel, viel weniger. Der andere Teil wird nachher türkis werden und auf einem der beiden Bereiche werden wir auch den Glitzer aufbringen, den ja schon meine Firestorm Armada Aquans haben. Der Plan wäre derzeit der rote Bereich. Das werde ich aber erst ausprobieren, um zu sehen, wie das wirklich wirkt und dann die finale Entscheidung treffen. Hier in dem Außenbereich der Waffe noch einen Bereich in Rot. So, und so nach und nach wird jetzt alles rot gemalt. Bevor ich zum Highlighten der Rots komme, werden noch die türkisen Bereiche markiert. Das sind einmal unten hier diese langen Träger, was auch immer das darstellt. Die möchte ich türkis absetzen. Im Endeffekt alle Bereiche, die bisher noch keine Farbe bekommen haben, außer halt beim Trockenbürsten leichte Flächen blau. Leichte blaue Stellen. Das vorne ist die Waffe, also bemale ich nur bis hierhin. Die Waffe wird dann in dem Fall, glaube ich, metallisch. Da muss noch was rein. In dem Bereich. Und hier. Das könnte der Antrieb sein. So, ich denke, das werde ich als Antrieb bemalen. Nachher. Also die Bereiche auf der Unterseite, andere Seite mache ich zum Schluss. Auf der Oberseite, irgendwo muss hier in die Mitte noch ein türkiser Punkt. Für meinen Geschmack. Hinter meinem Heck habe ich hier noch eine schwarze Fläche gelassen, die ich jetzt ausmale. Die Kühlrippen habe ich auch schon auf den anderen Panzern immer in Türkis bemalt. Diese hier sind für mich die Kühlung der Waffe. So
so wie das ausschaut. Die kriegt ein Türkis. Das gleiche auf der anderen Seite. Und diese Flächen hier an der Seite, das schaut aus wie ein kleiner Tank mit diesem Verschluss oben drauf. In dem Maßstab ist der Verschluss zwar mehr die Ausstiegsluke. Also ist das vielleicht ein Crew Compartment. Müsst ihr mal Spartan fragen, was da was sein soll an diesen Modellen. Okay. So. Bei diesem hier fehlt nur noch die letzte Seite hier. Wieder dieser Seitenbereich. Dann ist das erste Modell mit dieser Farbe auch schon fast fertig. Auf der Unterseite hatte ich noch die Waffe ausgelassen, die ich jetzt noch bemalen muss auf der zweiten Seite. Und nach diesem Schritt haben wir ein Modell, was alle großen Hauptfarben definiert hat. Und das ist immer ein wichtiger Schritt für mich. Ab jetzt wäre es sozusagen spielbar, es sind drei Farben drauf. Noch schaut es sehr comic-mäßig aus, das Rot muss noch etwas abgedunkelt werden. Aber es kommt in den nächsten Schritten. Nachdem wir mit dem Metroid Red und Scaly Green die einzelnen Farbbereiche am Modell abgeteilt haben, muss jetzt gerade der rote Bereich sehr, sehr hell werden. Als nächstes, da die Glitzerfarbe ist nachher stark abdunkelt, dazu arbeite ich mich jetzt über die verschiedenen Rots und Orangetöne bis zur Blazing Orange. Das heißt, alle roten Bereiche bekommen noch eine Schicht Blood Red als erstes. Diese auch noch relativ großzügig. Die nächsten gehen dann mehr in den Mittelbereich jeweils und an die Highlights. Unten lasse ich auch gerne die letzte Farbe dann weg. Auf der Unterseite des Modells, sodass der untere Bereich automatisch etwas dunkler ist als der obere. Einfach nochmal sauber drüber malen, nicht ganz bis in die Ecken rein. Und dann wird das Modell schön rot als zweite Farbe. Ich mache jetzt erst alle Rots, dann den Glitzereffekt, um diesen zu zeigen, und danach kümmern wir uns um die türkisen Flächen. Nach der Blood Red kommt Carmine Red von Vallejo. Genau der gleiche Prozess, allerdings nicht mehr die gesamte Fläche, wie man den oberen Bereich sozusagen hier außen komplett und dann nicht bis an den tiefsten Punkt dieser Waffenhalterung. Gleich auf der anderen Seite. Und hier auch der Mittelbereich und nicht bis runter an die Seiten des Modells. Gleich hier. Das war schon die Unterseite des Modells. Die nachfolgenden Farben gehen dann eigentlich immer schneller, da man nur im roten Bereich malen sollte, den ja nicht bis unten hin bemalt. Wenn man dann doch einmal verrutscht, dann rutscht man nur in den roten Bereich rein, sodass das nicht so schlimm ist. Das machen wir jetzt auf dem gesamten Modell und dann auch auf Modell 2 und 3. Aber ich denke, das ist dann wieder nicht mehr so interessant. Nach dem Carmine Red kommt die Farbe Scarlet. Auch wieder Vallejo. Diese wird jetzt wirklich auf die Kanten und die obersten Stellen der größeren Flächen noch gegeben.
Und nach diesem schaut das Modell, wie gesagt, sehr, sehr comichaft aus. Da das Rot extrem hervorsticht für meinen Geschmack. Das dunkelt aber nach zwei Schritten von jetzt weg sehr, sehr stark ab. Über den Glitzereffekt. Die ersten Modelle waren mir dann nach dem Glitzereffekt zu dunkel. Scarlett gebe ich noch auf die Unterseite der Modelle, hier aber noch weniger als an den Oberseiten. Die nächste Farbe, Blazing Orange, wird dann unten eigentlich gar nicht mehr verwendet bei diesen Modellen. Bei dem größeren habe ich noch ein bisschen auch in Blazing Orange bemalt. Einfach, dass die Unterseite im Endeffekt etwas dunkler ist als die Oberseite. Nach Montage auf dem Base sieht man es bei diesen Modellen eigentlich eh nicht. Beim größeren, der leicht schräg drauf montiert ist, sieht man sie nachher schon. Okay. Nach dem Carmine Red kommt jetzt Scarlet als nächstes. Diese Farbe wirklich nur noch in die Mitte und die obersten Stellen des Modells. Hier kann man es gut betonen. Damit. Auch noch ein bisschen auf der Unterseite. Und dann ist das auch schon fertig. Hier, ich habe davor schon etwas vorgearbeitet. Das gleiche machen wir jetzt bei den anderen Modellen. Und dann kommen wir zu Blazing Orange als letzter Farbe vor dem Glitzereffekt. Hier wirklich nur die Kanten der Modelle und die obersten Flächen dieser großen Flächen, die wir hier noch haben. Nur die Mitte und hier ja so eine Art Trockenbürsten auf dem Muster der Waffe. So. Die letzte Farbe ist jetzt Blazing Orange und das kommt nur auf der Oberseite und wirklich nur ganz bisschen zum Betonen der Kanten noch auf das Modell. Das geht jetzt wirklich schnell. Das würde ich sagen, war es schon hier nochmal die Kante. Da vielleicht an der Seite ein ganz kleinen Punkt. Jetzt muss das Modell wirklich durchtrocknen. Als nächstes kommt der Glitzereffekt auf die roten Flächen und davor möchte ich es wirklich trocken haben. So, jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Schritt bei meinen Aquans. Das ist der Glitzereffekt. Dieser wird mit einem alten Pinsel aufgetragen. Ein bisschen Wasser dazugeben. Und ganz wichtig, es dunkelt sehr, sehr stark ab. Ist es die schwarze Farbe, in der Glitzer drinnen ist, wieder abzutropfen, abzutupfen, damit es nicht noch dunkler wird. Verdünnen macht nicht wirklich Sinn, da dann die Trägerflüssigkeit des Glitzer nicht mehr wirklich transportiert. Schwimmt dann aus. Man sieht hier auf dem Papier, wie viel Glitzer dort bleibt. Das meiste kommt gar nicht aufs Modell. Wichtig ist bei dem Schritt sowohl davor als auch danach, einen
längere Trocknungsphase, da man wieder das Rot verschmieren will und es danach tunlichst nicht anfassen sollte. Keine Ahnung, wie es im Video rüberkommt zum jetzigen Zeitpunkt. Den Bildern sieht man es nachher. Und so wird jetzt wirklich jede rote Fläche bearbeitet. Ein bisschen zeitaufwendig im Vergleich zu den anderen Farben. Und ich denke, wir sehen uns dann nach dieser Farbschicht wieder, wenn die komplett auf allen drei Modellen drauf ist. Aber nachdem das Glitzer gut durchgetrocknet ist, man sieht hoffentlich auch in der Kamera, dass es jetzt leicht glitzert, diese leichten goldenen Punkte, kümmere ich mich jetzt um den türkisen Bereich. Dazu werden hier auf diesen Lufteinlässen Kühlung des Lasers leicht türkis aufgebracht. Das gleiche auch hier. Die erste Farbe ist ja Scaly Green, die nächste jetzt ist Emerald von Vallejo. Um das zu betonen. Das ist hiermit schon fertig. Unten noch das gleiche. Hier fehlt noch ein kleiner Punkt in der Mitte. Nächste Farbe, Goblin Green, wie schon erwähnt. Gleiches Prinzip. Nur auf die oberen Kanten jetzt. Viel weniger als schon bei der letzten Farbe. Um das zu akzentuieren. Auch nochmal auf den Waffen. Und dann natürlich auch auf der Unterseite, auf den türkisen Flächen. So, das war schon das zweite Modell. Den dritten bemale ich als nächstes. Und nach der Goblin Green kommt dann Lime Green von Vallejo. Noch einmal über dieselben Flächen. Unten nur noch sehr, sehr wenig dann von der letzten Farbe. Oben auch nur die Kanten. Damit er bewirke ich immer, dass es unten dunkler wird als oben. Insbesondere sieht man das unten aber ja sowieso nicht. Über die Kanten insbesondere. Hier auch nochmal auf diesen Kühlungslufteinlässen. Damit ist hier eigentlich schon fertig. Hinten an diesem Triebwerksauslass. Dann unten wirklich nur noch hier die Kante entlang. Fertig. Modell 1. Die anderen beiden mache ich jetzt selber. So, die nächste Farbe nach dem roten Flächen und grünen Flächen sind jetzt die ersten Details. Ich habe mich dazu entschieden, diese ganzen Kabel orange-gelb werden zu lassen, so ein leuchtendes Energieschema. Dazu male ich hier jetzt überall erste Farbe rein. Das ist Scab Red von Games Workshop. Und ziehe alle Kabel sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite einmal nach. Zurzeit sind sie ja noch größtenteils blau von dem
Trockenbürsten und die an den Seiten in dem grünen Bereich haben etwas Grün abbekommen. Auf der Oberseite gibt es hier seitlich ein paar Kabel, die diese Farbe bekommen. Und dann ein Kabel, das hier oben aus dem Rumpf rauskommt. Und dann hier wieder die beiden, die wir schon auf der anderen Seite bemalt haben. Die Modelle haben nochmal zwei Kabel hier in dem Bereich, die möchte ich aber grün absetzen, da das da einfach besser ausschaut. So, die anderen beiden habe ich schon bemalt. Und nachdem man die Bereiche definiert hat, die das Rot bekommen, kann man jetzt einfach die oberen Kanten der Kabel nachziehen. Als erstes mit Blood Red, danach mit helleren Orangetönen. Das gleiche hier. Und dann das Kabel hier drinnen. Das war es bereits. Es fehlt noch hier das Triebwerk. Das kriegt einen ähnlichen Effekt, mit den gleichen Farben bemalt. Immer in die Mitte des Triebwerkes mehr Farbe reingeben. Bis später dann zum Weiß. Nach den Rottönen jetzt ein Orange. Nur in die Mitte, auf die höchsten Stellen dieser Kabel aufzubringen. Bei den Triebwerken in die Mitte, sodass sich hier zwei Bereiche ergeben. Das ist ein zweigeteiltes Triebwerk. Oder Abgas der Waffe, keine Ahnung. So an die Oberseiten, unten dasselbe in die Mitte der Kabel. Einen Orange, einen Strich malen. Der erste ist fertig. Das gleiche wiederholen wir jetzt bei den anderen beiden und dann kommt ein helleres Orange. So. Die letzte Farbe war Blazing Orange. Jetzt kommen wir zum Fire Dragon Bright. Das neuere Games Workshop Orange. Hiermit werden jetzt nur noch die Mitte der Triebwerke bemalt. Und auch nur ein dünner Streifen oben auf den Kabeln aufgebracht. Und dann ist das erste Modell auch schon fertig. Jeder einzelne Arbeitsschritt geht jetzt sehr, sehr schnell. Und man kann sie auch schnell hintereinander wegmalen. Das ist jetzt kein Problem mehr. Triebwerke. Und dann die Kabel auf den Unterseiten. Auch wenn das Modell nachher nur flach über dem Boden schwebt, ich bemale sie trotzdem. Ich finde, das schaut einfach besser aus. Und wird einem Modell wie diesem hier auch gerecht. Ein Plex für die Triebwerke. Mit die letzten zwei Schritte für die Kabel sind jetzt gelb. Das hier ist Flash Kits. Yellow und dann die letzte, die nur noch auf die Oberseite kommt, ist dann Skull White. Das heißt, die unteren sind jetzt schon fertig. Triebwerke auch nur noch ein ganz kleines bisschen.
Dann noch die Triebwerke. Das war auch schon die Gelb. Danach kommt das Go White. Wie gesagt, hier haben wir eigentlich nur noch die Oberseiten der Kabel. Damit sind es nur noch diese vier Stück hier, die einen ganz kleinen Tupfer bekommen. Um nochmal ein bisschen heller zu sein als die unteren. In die Triebwerke kann man durchaus auch noch was reintun. In die Mitte. Und das war dann die Kabel. Wir sehen uns dann mit den grünen Flächen wieder. Die nächste Farbe ist Snot Green. Und damit bemale ich diese Streben hier. Für mich ist das sozusagen der Antigrav Skimming Auftrieb erzeugende Teil des Panzers. Dazu auch diese Fläche mit diesem Muster, die dann ein so grünliches Energieschema bekommen sollen, und auch den Antrieb, die Antriebssektion oder den Abgasstrahl in grün auf der Vorderseite. Da das zwischen dem roten Bereich liegt, schaut da rot einfach nicht gut aus. Das gleiche gilt hier für diese kleinen Kabels am Cockpit. Die gehen von rot nach rot und dadurch kontrastiert das Grün einfach besser. Hier auf der Seite haben wir nochmal diese Kugelflächen, die dann bis zu einem leuchtenden Grün hoch gearbeitet werden. Und im ersten Schritt jetzt einmal Snot Green bemalt werden. Snot Green darf ruhig deckend aufgemalt werden und wiederum alle Fehler von den vorherigen Schritten ausbessern. Das habe ich bei den anderen beiden schon gemacht. Die nächste Farbe ist Cobblin Green. Das malen wir hier in diesen Auspuff hinein. Das malen wir hier auf diese Stäbe, die für mich zur Gravitationsantrieb da gehören, dass der Skimmer auch wirklich schwebt. Das kommt auch hier an die Oberfläche dieser Punktemuster. Und auf der anderen Seite auf die Punkte sowie auf diese drei kleinen grünen Erhebungen hier hinten. Die werden genauso bemalt wie die roten Erhebungen auf dem Heavy Skimmer. Im Endeffekt hochgemalt bis Skull White ganz am letzten, für den letzten Punkt. Aber das sehen wir gleich in einzelnen Schritten. Nachdem die Goblin Green leicht getrocknet ist, das gleiche nochmal mit Scorpion Green. Jetzt nur hier die obere Drittel bemalen. Über dieses Raster leicht drüber gehen, nur die ein bisschen trockenbürsten, vorsichtig die Oberfläche und auch dann nur in der Mitte und bei diesen Energielinien einen immer kürzer werdenden Teil. Man kann das auch in die Mitte malen, habe ich bei anderen Sachen auch gemacht, bemalen, mit einem immer heller werdenden Grün. Wie gesagt, in meinem Fall Snot Green und das letzte ist dann Yellow Green von Vallejo. So, das ist dann auch schon die Unterseite des zweiten. Oberseite und den dritten mache ich jetzt alleine. So, die letzte Farbe für die noch aus dem grünen Bereich kommt, ist dann das Yellow Green.
von Vallejo. Hier wird wirklich nur noch die obere Kante damit bemalt. Auch an den oberen Kabels. Da habe ich, glaube ich, vorher nicht gezeigt, wie die Farbe bekommen haben. Das sind dieselben Farben wie die anderen grünen Stellen. Dann hier die Energielinien und diese gerasterte Fläche sowie unser Abgasstrahl. Zack, der erste. Und das jetzt einfach auf allen drei Fahrzeugen machen. Wie auch beim Rot ist der letzte Bereich hier das Weiß, die Spitze. In diesem Bereich nur die Mitte und dann wirklich ganz wenig an der Oberfläche dieser Punkte und auch ein ganz klein wenig an den Kabels. Das gleiche hier. In die hiesige Vertiefung gebe ich nichts rein, das sieht man nachher sowieso nicht. Und das hält auch, wenn man es sehen würde, die Unterseiten immer etwas dunkler als die Oberseiten von einem Modell. Dadurch, dass ich den Unterseiten einfach eine Schicht weniger spendiere als den Oberseiten, das war der, den ich schon hatte. So, und hier noch als letztes Highlight auf diesen Energielinien. Schaut, denke ich, ganz nett aus. So. Die letzten Details am Modell sind zum einen dieser Tankdeckel. Da schwimmen die Aquans sozusagen raus. Die bemale ich mit Dwarf Bronze von Games Workshop und dann nochmal eine Schicht Brass von Vallejo. Das sind 6 Deckel pro Modell. Zack, erste Farbschicht. Fertig, das gleiche jetzt auf den anderen beiden Modellen. Und dann kommt Brass als letzte Schicht. An dieser Stelle, wie schon erwähnt, die nächste Schicht auf den Tankdeckeln ist dann Vallejo Brass. Das gebe ich so, dass es auf den Kanten bleibt. Die Innenfläche, also dann das Bronze hat. Hier auch. Einmal von beiden Richtungen. Pinsel über die Kanten ziehen. Fertig mit dem ersten. Das hier ist dann schon gleich der zweite Streich. Und wenn das dann fertig ist, da fehlt an den Medium Skimmers eigentlich nur noch die Waffe. Zum einen die Hauptwaffe hier oben. Und ich würde die beiden hier dann auch als Waffen auslegen, eine Art Kristall. Die Kristalle der Aquans, die so rumstehen, habe ich mit Blau gemacht, dass es zur Armee passt. Das Blaue bleibt mir hier verwehrt, da das Blaue ja schon am Modell selber dran ist, an den großen Flächen. Also werde ich hier mal schauen, ob ich das mit Lila hinbekomme. Und das wird dann der nächste Schritt und damit der letzte Schritt auf diesen Modellen werden. So. Für die Hauptwaffe und die beiden kleinen unter dem Panzer, hier so kristallartig sind, habe ich mich für ein Lila entschieden. Hier, das ist Leash Purple von Games Workshop. Die erste Farbe deckend aufbringen. Dann, dass das Schwarz weg ist. Das ist der zweite. Beim ersten hatte ich es selber probiert. Hier ist der dritte. Zack. Nach der ersten Farbe muss es ein bisschen trocknen, dass man die letzte Farbe dann auch aufbringen kann.
Danach geht es mit helleren lila Farben weiter. Die nächste Farbe für die Waffen ist das Vallejo Purple. Das ist heller als das Games Workshop Purple. Beziehungsweise das alte Leash Purple, das ich verwende. Einmal hier über diese kristallartige Struktur und vielleicht drei Viertel der Flächen bemalen. Die großen Flächen ruhig noch gut bemalen. Die nächsten beiden Farben kommen dann auf die Kanten. Dann noch die in der Spitze. Fertig. Den dritten mache ich selber. Jetzt nähern wir uns wirklich dem Abschluss dieser Modelle. Die Waffe noch einmal jetzt immer weniger bemalen. Das ist jetzt wieder eine Games Workshop Farbe. Über diese Kanten drüber. Ist fast ein bisschen flüssig, die Farbe. Und noch den dritten. Sobald die durch ist, das war Warlock Purple, noch das gute alte Tentacle Pink. Eine Farbe, die man doch öfter braucht, als ich erwartet hätte. Die war einfach mal in irgendeinem Set dabei, in dem großen, denke ich. Und ich habe mir erst gedacht, die brauche ich nie, da ich definitiv keine Slanesh-Truppen bemalen wollte. Habe ich mittlerweile trotzdem sowohl Slanesh-Truppen bemalt als auch die Farbe benötigt. Immer wieder mal als Abschluss auf kleinen Zierflächen, kleinen Diamanten oder auch auf dieser hier, auf diesen kleinen Kristallen. Allerdings brauche ich doch sehr, sehr wenig, da ich diese Farbe, glaube ich, über 10 Jahre schon rumstehen habe. Das doch noch die erste Dose ist. Und sie noch dreiviertel voll ist. Das wird mir also auch noch etwas halten. So. Damit sind die Medium Skimmers. So, nachdem wir die Modelle bemalt haben, brauchen wir noch Bases. Meine Armee hat ein gemischtes Base, ein bisschen grün, ein bisschen grau, ein bisschen braun, damit es sowohl in der Stadt als auch auf Wiesengelände einigermaßen funktioniert. Daher einen Teilbereich einfach grau anmalen, in dem Fall Dark Sea Gray von Vallejo. Der nächste Bereich wird dann grün und Gunship Green als Basis und der letzte Chocolate Brown, auch Vallejo, und die wird deckend aufgetragen, diese erste Farbe. Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Auch an den Kanten sollte die Farbe dann sein. Hier fehlt noch ein bisschen. Als nächstes ein paar kleinere braune Bereiche. Auch wieder die Kanten entsprechend bemalen.
So. Hier noch ein Punkt in der Mitte. Einfach willkürlich aufbringen. Und als dritte Farbe das Gunship Green. Mit dem jetzt einfach alle restlichen Flächen ausgemalt werden. Deckend aufbringen. Gunship Green schaut immer etwas sehr, ja, ein bisschen giftig aus zu diesem Zeitpunkt. Aber zum Glück ist das nicht die finale Farbe. So. Jetzt kann das Ganze trocknen. Hier noch an den Rändern alle Bereiche. Fertig ist das erste, die anderen beiden werde ich gleich noch fertig malen. Und dann sehen wir uns zum Trockenbürsten. Die Bases habe ich ähnlich gestaltet wie in dem zweiten Video für den Heavy Skimmer. Mittlerweile sind sie mehrfach gebürstet und bekommen jetzt noch eine Schicht Wash. Das Wash ist Butter Black von Games Workshop. Noch gut verdünnt, damit es wirklich nur in die Vertiefungen laufen kann. Einmal großflächig über das Base drüber. Verteilen. Fertig, trocknen lassen und dann noch ein Grasstreu aufbringen als letzten Schritt. Die Farben, die ich fürs Bürsten benutzt habe, sind in den braunen Flächen Red Leather und dann Snakebite Leather. In den grauen Flächen Medium Sea Gray und Sky Gray. Und die grünen Flächen, haben drei Farben bekommen. Emerald, Intermediate Green und Lime Green. Als letztes habe ich dann die braunen und grünen Flächen noch mit Hexos Pale Sun und Dry von Games Workshop gebürstet, um sie zu verbinden, und dann jetzt die schwarz aufgebracht. Diese muss jetzt trocknen, dann bekommt das Ganze noch ein Grasstreu und dann sind die Bases fertig und wir können das mit den Modellen vereinigen. Letzter Schritt der Base-Gestaltung ist das Aufbringen von einem Grasstreu. Einfach ein paar Bereiche der Bases mit Weißleim bestreichen. Bei diesem hier haben wir mal eine etwas größere Fläche. Und dann das Streu aufbringen. So, ich habe schon nicht mehr ganz genug. Dann machen wir das so. Und schon sind die Bases fertig. Und sobald das trocken ist, können wir es mit den Modellen, die ja schon fertig sind, vereinen.